Hallo, ich habe mal wieder nur so eine Idee. Ihr wisst ja mit Sicherheit, da draußen gibt es jede Menge Streaming- und On-Demand-Anbieter, unter anderem Amazon, Netflix, demnächst Disney Plus, Apple TV, dann gibt es da noch Hulu, es gibt da so zig Anbieter. Sky hat mittlerweile so ein bisschen die Dinge gebündelt, aber das ist ja quasi auch ein On-Demand-Streaming-Anbieter, auch mittlerweile. Und ich finde, das ist alles ein bisschen sehr unübersichtlich und kompliziert. Ich meine, klar, man kann sich da reinfuchsen und wer Disney, Marvel, Star Wars mag, der braucht demnächst Disney Plus. Ist unumgänglich, allein weil da neue Serienproduktionen drauflaufen, die auf keinem anderen Network laufen. Dann gibt es natürlich die exklusiven Sachen bei Netflix und die exklusiven bei Amazon. Apple TV hat auch so ein paar exklusive Sachen. Ja, da blickt kein Schwein durch und wenn du das alles haben willst, musst du entweder verschiedene Streaming-Anbieter abschließen. Bist du dann auch noch irgendwie Anime-Fan? Musst du auch noch zwischen vier oder fünf Anbietern wählen? Also das ist alles ein bisschen kompliziert und ehrlich gesagt verschlimmbessert es das, wir irgendwie gewisse Serien schauen. Weil früher hast du gewartet, bis du die DVD oder die Blu-ray hattest und anders gab es das nicht. So, da gab es das nicht digital. Klar, das ist dann irgendwann illegal im Netz gelandet, wenn man nicht warten wollte oder nicht das Geld hatte oder ausgeben wollte, dann hat man es illegal heruntergeladen. War halt so. Aber jetzt mal davon abgesehen. Es gibt von den ganzen Anbietern, gibt es jemanden, der noch nicht so wirklich auf die Idee kam, ihr ganzes Portfolio on demand zu machen. Und ich glaube, das ist wohl der Anbieter, den wir alle am meisten nutzen. Sei es für irgendwelche Routen, die wir suchen, sei es für irgendwelche Suchdinge. Also in der Suchadresse geben wir am meisten, glaube ich, Dinge über Google ein. Und jetzt werdet ihr sagen, Moment, Google und On Demand, Moment, die haben doch YouTube und YouTube Premium oder YouTube Red, wie es heißt. Und bei YouTube Red waren die Produktionen ja, sagen wir es mal so, die paar Produktionen, die es da gab, die waren jetzt nicht so in der breiten Masse beliebt. So, außer Cobra Kai. Gut, Cobra Kai, das war so Special Interest, aber das fand ich geil. Aber den Rest, der hat mich jetzt so gar nicht abgeholt. Ich hatte das in der Testphase und bis auf Cobra Kai habe ich mir gar nichts angeschaut. So, Google jedoch hat doch den Play Store. Und da kann man nicht nur Spiele sich herunterladen für sein Mobile Device, da kann man sich auch jede Menge Filme, Serien und Hörbücher herunterladen. So, eigentlich das Gleiche, was man auch bei Amazon kann oder im Apple Store. Bloß kommt Google nicht so wirklich auf die Idee zu sagen, passt mal auf, ihr habt jetzt eine Flatrate, so ihr zahlt uns beispielsweise 5 bis 15 Euro, ist jetzt nur mal so eine Summe, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfe. Und ihr könnt dann von den Lizenzen, die wir aktuell haben, könnt ihr euch eine Zeit lang das anschauen. So, ich meine, mit YouTube Red sind sie nicht so wirklich so in der breiten Masse angekommen. Und dass die nicht da auf die Idee kommen, ich sag's euch, würde Google das machen, wären die instant der größte Anbieter auf dem Markt. Aber ich weiß nicht, warum Google sich das nicht traut. Ich weiß, YouTube ist immer noch so eigentlich so für alles andere der beliebteste Ort für Video on Demand, aber YouTube ist ja jetzt nicht so wirklich die Plattform, dass du dir da komplette Kinofilme und Serien anschaust. Ja, gibt es auch da, weiß ich, und auch ich konsumiere diverse Dinge ausschließlich über YouTube. Bloß jetzt so aktuelle, also Kinofilme, die jetzt so ein bisschen aus den Kinos raus sind und eigentlich so für den Heimmarkt jetzt eigentlich bereitstehen sollten, die kannst du dir digital in SD und HD, kannst du dir die über Google leihen oder kaufen. Aber warum sagt Google denn jetzt nicht, pass auf,
Hier hast du eine Flatrate und du kannst so viel von unserem Portfolio schauen und binge-watchen, wie du willst. Das wäre so das einzigst Interessante, weil Amazon kriegt es ja auch hin, so, ne? Ihr könnt ja über Amazon Prime könnt ihr euch ja auch so viele Dinge, nicht nur also Filme und Serien anschauen, sondern auch halt auch hier die Hörbücher. Und würde Google das alles so ein bisschen, ja, ich meine, klar, es gibt Google Musik, da kannst du dir Dinge anhören, aber warum kriegt Google das als größtes Unternehmen, also, beziehungsweise als eines der größten Unternehmen der Welt, warum sind die noch nicht auf diese Idee gekommen? So, weil YouTube Red war eine dumme Idee. So, verglichen mit den anderen Anbietern, die es gab und mit den anderen Projekten, die so aus dem, so, die so rausgestampft wurden. So, Google hat meines Erachtens neben Amazon das größte Portfolio an Lizenzen. Und ich verstehe einfach nicht, warum die nicht auf die Idee kommen. Du kannst vor allem, du kannst im Gegensatz zu Netflix, kannst du Google Play, beziehungsweise Dinge, die du auf Google Play kaufst, kannst du auf allen Systemen abspielen, sogar auf der Switch. So, das kannst du kannst nämlich zum Beispiel über die Nintendo Switch kannst du kein Amazon Prime und du kannst auch kein Netflix schauen. So, hast du aber dir was bei Google erworben, also bei Google Play hast du dir da so einen Film ausgeliehen, dann kannst du dich über die YouTube-App, kannst du dich einloggen und dann hast du da die Filme, die du dir ausgeliehen hast. Das ist noch nicht mal was Komplexes. Ich meine, klar, ich bin jetzt hier nur so ein armer Dulli, der jetzt hier auf diese Idee kommt. Ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwie Google davon zu überzeugen. Aber es wäre eine wirklich einfache Variante, vor allem weil Google ja auch Lizenzen hat, die bei Amazon laufen. Auch Lizenzen von, Di also die haben quasi von Disney Lizenzen, die haben von Amazon Lizenzen und die haben auch teilweise von Netflix Lizenzen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt von all diesen Dingen, habt ihr einen Anbieter, der euch die Serienproduktionen zur Verfügung stellen könnte. So, monatlich, dass ihr euch dann da so quasi von allem das nehmen könnt, was ihr wollt, ohne dass ihr jetzt hier 5 Abos abschließen müsst. So, es wäre so einfach, aber es ist schade. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2020 und dass es so viele Streaming-Anbieter gibt. Ich meine, klar, dadurch, dass jetzt Disney vorgedroschen ist und gesagt hat, hier, wir sind ein bisschen günstiger als Netflix und Amazon. Ist aber dennoch jetzt so ein bisschen suboptimal, weil es gibt ja auch Leute, die wollen davon ein bisschen was schauen, davon ein bisschen was schauen. Ich meine, ich mag sowohl Netflix-Produktionen als auch Dinge, die demnächst bei Disney Plus laufen. Aber ich bin jetzt nicht hier so reich und kann mir jetzt hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abos abschließen. Ich meine, klar, es wird Leute geben, die machen das. Oder die holen sich dann irgendwie über einen Anbieter, der sich da so bei Netflix und Amazon irgendwie reingekauft hat und die zahlen dann so extreme Abos im Monat. Was ich jedoch schade finde, ist, dass Google, wirklich Google, niemals auf diese Idee gekommen ist, das umzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingeschaut habt. Ich meine, klar, Google Play ist auch ein bisschen teuer. So, wenn du dir da so eine Serie anschauen möchtest, ich glaube, da zahlst du 2, 3 Euro für eine aktuelle Serienfolge. Und das steht natürlich in absolut keinem Verhältnis. Und wenn du dir einen aktuellen Kinofilm ausleihen möchtest, zahlst du, ich glaube, also einer, der gerade ausgelaufen ist, ein Blockbuster, der erfolgreich war, zahlst du so zwischen 8 und 15 Euro, bloß damit du den dann in digitaler Form hast. Oder du leihst dir den für, ich weiß es nicht, 4, 5 Euro. So wie früher in der Videothek. Ich meine, klar, ist auch utopisch, wenn du dir für 4, 5 Euro einen Film leihst. In der Videothek kannst du dir für 1 Euro kannst du dir eine DVD ausleihen, aber Videotheken sterben ja aus aufgrund der digitalen Entwicklung. Ist leider so. Ich meine, wir sind einfach zu faul und zu bequem geworden, uns irgendwie DVDs oder Blu-rays in den Schrank zu stellen. Überwiegend, ich will jetzt hier nicht, ne, weil gerade das Regal, vor dem ich stehe, das ist voll mit DVDs, also. Aber ja, das ist ein Thema für sich. Jedenfalls finde ich es echt schade, dass Google einfach nicht auf diese Idee kommt.
Vor allen Dingen, allein die Idee, Google on Demand. So, jetzt schaut euch mal die Kürzel an. So, instant größter Anbieter auf dem Markt, aber Google müsste da erstmal darauf kommen. Ich hoffe, dieses Video klingt jetzt nicht zu peinlich, denn ich glaube, meine Idee ist jetzt gar nicht so wild, oder? Jedenfalls sage ich danke für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, euer Holy Nerd. Ciao.